Meine Herren Präsidenten, liebe Präsidenten, ich habe so wenig Zeit, ich muss Sie gemeinsam ansprechen. Sehr geehrter Herr Premierminister, liebe Frau Bundeskanzlerin, heute kann ich keine Auseinandersetzung zu konkreter Politik führen, dazu ist die Zeit zu kurz. Aber es ist hier zu Recht betont worden, dass vor 50 Jahren vom damaligen Staatspräsidenten General Charles de Gaulle und von Altbundeskanzler Konrad Adenauer eine wichtige Tat vollbracht wurde durch Abschluss des Élysée-Vertrages. Ich will aber betonen, die noch wichtigere Tat ist vollbracht worden durch beide Völker, weil sie nämlich wirklich zueinander gefunden haben. Und ich muss betonen, dass die Leistung des französischen Volkes etwas größer zu bewerten ist in der damaligen Zeit. Denn Sie wissen, der letzte Krieg zwischen Deutschland und Frankreich war am Ende der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Nazi-Diktatur war noch zu frisch, auch die Verbrechen, die in Frankreich begangen sind. Das deutsche Volk wünschte sich Aussöhnung, das ist gut verständlich. Aber in dem französischen Volk gab es auch Vorbehalte. Und Sie haben diese Vorbehalte überwunden und die Versöhnung mit Deutschland gesucht. Das ist bravourös und muss gewürdigt werden. Meine Familie, muss ich Ihnen sagen, ist auch von Frankreich betroffen. Meine Schwester und ich haben unsere Großmutter Erna Gysi überhaupt nur kennengelernt, weil es Frankreich gab. Denn sie hatte in Nazi-Deutschland keine Chance zum Überleben und fand Unterschlupf im nicht besetzten Teil Frankreichs. Und dort lebte sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu ihrem Tode in Paris. Und sie war wirklich eine sehr intelligente, eine sehr gebildete und sehr humorvolle Frau. Und ich danke Frankreich, dass wir die Chance hatten, sie kennenzulernen. Auch meine Eltern haben übrigens Unterschlupf gefunden in Frankreich, mussten dann allerdings nach Nazi-Deutschland zurück, aber nicht, weil das Frankreich wollte, sondern weil es ihre Partei beschloss. Dazu sage ich mal gar nichts weiter. Glücklicherweise haben sie überlebt, sonst hätte es ja auch meine Schwester und mich nicht gegeben. Und Letzteres hat zumindest für mich eine gewisse Relevanz. Jetzt muss ich noch was aus meiner Familie erzählen. Meine Tochter, und das ist die neue Zeit, lernt seit ihrem 5. Lebensjahr Französisch. Sie ist jetzt 16 Jahre alt und alle, die Französisch können, sagen mir, dass sie gut Französisch spricht. Das Problem ist, ich spreche gar nicht Französisch. Und deshalb fährt sie gerne mit mir nach Frankreich, geht sehr gerne mit mir in ein Restaurant, spricht mit den Kellnerinnen und Kellnern, liest die Karte. Ich sitze wie ein Dummkopf daneben und wenn Sie mich etwas besser kennen würden, würden Sie ahnen, wie sehr sie das genießt. Ich muss zugeben, die Französinnen und Franzosen können etwas besser als wir Deutschen protestieren. Dabei denke ich nicht nur an den Sturm auf die Bastille, nicht nur an die Pariser Kommune, sondern auch, wie Millionen durch Paris marschierten, weil der Kündigungsschutz für Hochschulabsolventen abgeschafft werden sollte für 2 Jahre. Und ich weiß, dass man in Frankreich hervorragend zu Abend essen kann. Aber ich muss Ihnen sagen, das Frühstück. Wissen Sie, es gibt kleine Hotels in Frankreich, da kriegt man ein Croissant, ein Klacks Butter und ein Klacks Marmelade. Das ist ja ganz nett, aber noch kein Frühstück. Wir Deutschen können besser frühstücken. Und ich glaube, letztlich nur gut gefrühstückt kann man auch richtig protestieren. Und deshalb sage ich Ihnen, wir können auch gegenseitig voneinander lernen. Und wir sollten Folgendes lernen. Wir wollen keine Nation, die über uns steht, aber auch keine, die unter uns steht. Wir wollen Gleichberechtigung. Und wir brauchen ein demokratisches, ein soziales, ein ökologisches, ein ökologisch nachhaltiges, ein solidarisches und ein friedliches Europa der Bevölkerungen. Dafür müssen wir streiten. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas zu der jungen Generation sagen. Da wächst eine Jugend heran, obwohl der letzte Krieg ja eben noch gar nicht so lange her ist, die sich Krieg zwischen unseren Ländern gar nicht mehr vorstellen kann. Die denken bei dem Wort Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, man redet irgendwie über das Mittelalter. Ach, wenn wir eins schafften, dass für die Krieg so absurd ist zwischen Deutschland und Frankreich, dass selbst dann, wenn es einen Idioten geben sollte, der dazu aufruft, sie einfach nicht hingingen, dann hätten wir etwas geschafft. Merci. Herr Kollege Gysi, darf ich Ihre Frühstücksinitiative als förmlichen Antrag der Fraktion zur Einsetzung einer weiteren deutsch-französischen Arbeitsgruppe verstehen? Sehr gut.